Willkommen zum ersten Video in diesem Format. Der wohl häufigste Kommentar unter unseren Videos ist, dass die Leute sagen, dass sie sowas niemals hinbekommen würden. Dabei muss man aber beachten, dass das fast nur Übungssache ist. 2015, 2016 sahen meine Kirchen noch so aus. Das ist wirklich eine Kirche von mir. Und heute stelle ich euch die Peter- und Paulskathedrale vor, die wahrscheinlich zu den schönsten Kirchen gehört, die ich bis jetzt gebaut habe, und das noch dazu im Survival. Ich hoffe, man erkennt irgendwo da einen Fortschritt. Wenn ich ein großes Projekt mache, probiere ich immer, die bisherigen Projekte zu übertreffen. Noch schöner, noch größer oder detaillierter oder eine schönere Einrichtung oder realistischer. Und so verbessert man sich, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man sich eine reale Vorlage sucht und sich da die schönsten Teile rausnimmt. Das Original ist eigentlich nie zu 100% so, wie ich es gern hätte. Deshalb mische ich oft zwei Bauwerke oder verändere irgendwelche Feinheiten. Für diese Kathedrale steht die originale Vorlage in Tschechien. Ich war mit Jassi direkt vor Ort und habe gemeinsam mit ihr dieses Video gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei JassiCraft. Heute sind wir in Tschechien in Brünn. Hinter mir sieht man die Peter- und Paul-Kathedrale. Und die Besonderheit an dieser Kathedrale ist, dass die immer um 11 Uhr läutet, nicht um 12 Uhr. Denn nach einer Sage nach war das damals so, als die Stadt belagert wurde, haben die Belagerer gesagt, sie enden mit der Belagerung zum Mittag. Und deswegen haben die Leute in der Kathedrale dann um 11 Uhr geläutet, damit die Leute denken, es ist zu Mittag, und sind dann nach Hause gegangen. Die Turmspitzener Kathedrale sind nicht aus dem Mittelalter, der Rest schon. Das ist sehr schade, denn gerade die Turmspitzen finde ich sehr, sehr schön. Die Kathedrale ist auf einem Hügel, dadurch sieht sie noch mal mächtiger aus. Ich war vor Jahren schon mal in Brünn und irgendwie hat mich die Kirche magisch angezogen, denn ich bin jetzt noch mal extra in die Stadt. Also wir waren auf der Durchreise nach Prag, wir sind noch mal nach Brünn, haben dieses Objekt fotografiert, damit wir dann ein Video draus machen können, denn mir war schon klar, dieses Bauwerk möchte ich nachbauen. Allerdings habe ich das Seitenschiff ein bisschen verkürzt und die Türme etwas mächtiger gemacht, denn ich finde, die sind etwas mickrig aus, sie sind sehr, sehr schön, aber sie sehen ein bisschen mickrig aus im Vergleich zu dem riesigen, bisschen klobigen Dach. Da habe ich ein bisschen rumgebastelt, aber der Rest ist eigentlich ja fast 1:1, kann man so sagen, oder ist eigentlich 1:1 sogar. Wie Jassi schon gesagt hat, das Mittagsgeläut ist um 11 Uhr und da man in die Kathedrale auch in den Türmen rauf kann, haben wir uns überlegt, dass wir das kurz vor 11 Uhr machen, damit wir eventuell die schwingenden Glocken filmen können, denn das wollte ich immer schon mal auf Video haben. Vielleicht auch, damit ich es hier im Video zeigen kann. Die Glocken von der Kathedrale sind immer besonders mächtig. Die soll man ja auch in der ganzen Stadt hören, wenn irgendwie ein Brand ist oder gekämpft wird oder was auch immer. Der Bedarf besteht aber heute nicht mehr. Die Glocken sind zwar noch da, aber zumindest in der Kathedrale wird nicht damit geschwungen, sondern da gibt es einen eigenen Hammer und der schlägt auf die Glocke. Das wusste ich selber nicht, denn wir haben die ganze Zeit gewartet, bis das Teil endlich anfängt zu schwingen. Und diesen interessanten historischen Fakt habe ich auf die harte Tour gelernt. Ach du Scheiße! Oh. Ja, bist du deppert! Wirklich cool an der Besichtigung der Türme war, dass man einen kurzen Blick erhaschen konnte, wie denn der Dachstuhl aussieht, der ganzen Kathedrale. Mit den ganzen Metallstreben, Holzverstrebungen, das Gewölbe, wie das übermauert ist. Drinnen ist ja alles schön vergipst oder bemalt. Oben sieht man, wie das Gewölbe tatsächlich aussieht. War natürlich super dunkel, ich hoffe, man kann trotzdem ein bisschen was erkennen. Fand ich mega interessant und habe ich so auch noch nirgends gesehen. Der Boden der Originalkirche ist schwarz-weiß kariert, so Schachbrettmuster. Finde ich auch super, passt eigentlich wunderbar. Wir haben nicht das gleiche Muster, wir haben ein Andesit-Muster, also Andesit und polierten Andesit genommen. Die Aufteilung der Bänke haben wir noch ein bisschen anders gemacht und ganz viele Kerzen reingestellt, weil die Beleuchtung in Minecraft funktioniert über Fenster eher weniger gut. Da braucht man andere Lichtquellen, deshalb müssen Fackeln und ja, Kerzenständer her. Den Altar habe ich etwas größer und pompöser gemacht mit ganz viel Gold. Der untere Teil des Chors sieht ähnlich aus. Der muss bei uns so sein. Wenn man eine große Kathedrale bei unserem Server baut, dann kriegt man Dorfbewohner. Also so größer die Kathedrale, desto mehr Dorfbewohner, mit denen man Handel treiben kann. Und das ist ziemlich praktisch, vor allem wenn man große Mengen handeln möchte. Jetzt Quarz oder verrottetes Fleisch oder sonst irgendwas. Unter anderem habe ich deshalb auch die Kathedrale im Event gebaut,
weil die Stadt ordentlich was dazu gesponsert hat, weil das ist ja für alle was Positives, wenn es Dorfbewohner gibt. Das heißt, die haben einen Teil der Kosten der Kirche übernommen und ich hatte ein schönes Bauwerk und bin super zufrieden damit. Hab die jetzt für $250.000, das ist wirklich eine enorme Summe, verkauft. Mit der Abmachung, dass aber nichts an der Kathedrale verändert werden darf, denn ich bin wirklich stolz drauf, ich finde, die ist wirklich schön geworden. In den Turm kommt man von der Innenseite, nicht von der Außenseite wie in Wirklichkeit. Krypta gibt es derzeit auch noch keine, wollen wir aber noch reinmachen. Irgendwann mal, dass wir so ein paar Verstorbene machen, irgendwie vier Spieler, die irgendwie das Event verlassen haben und ziemlich nett waren und aus privaten, zeitlichen, welchen Gründen auch immer, das machen. Da haben wir einen Friedhof und vielleicht machen wir dann noch eine Kathedrale für die ganz, ganz reichen Spieler, die irgendwie ausgeschieden sind aus dem Event. Keine Ahnung, wenn ihr da irgendwie Ideen habt, was man da machen kann, dann nur zu, schreibt es in die Kommentare. Die gotischen Fenster haben wir mit Zäunen gemacht, das soll so das Maßwerk darstellen, und haben wir mit Eisenfalltüren verziert. Das war eine ziemliche Überlegung, weil eine gelbe Falltür gibt es nicht, die ganze Kirche ist aus Sandstein. Bin kein Fan davon, unnötiges Material reinzuspammen, aber irgendwie sieht das dann doch ein bisschen nach mehr aus. Birkenfalltüren waren keine Option, die haben wir hier unten gemacht, aber hier an den Fenstern sehen die überhaupt nicht gut aus. Und die Hebel der Eisenfalltüren, die haben wir im Strebewerk versteckt. Da kann man wunderbar die Hebel verstecken, einfach eingebaut. Einstürzen kann die Kathedrale ja nicht so wie in Wirklichkeit. In die beiden Haupttürme kann man auch hochlaufen und einen fantastischen Ausblick auf die ganze Umgebung genießen. Das ist auch derzeit die zweithöchste Aussichtsplattform am Server. Der Eingang ist auch sehr interessant, den haben wir mehr oder weniger 1:1 übernommen. Da gibt es nichts auszusetzen und ja, sieht einfach super aus. Die goldene Schrift, die haben wir natürlich nicht hinbekommen. Die könnte man, glaube ich, über Karten könnte man das lösen. Aber das Problem ist bei so großen Bauwerken, sobald du da ein bisschen davor stehst, sieht man die ganzen Rahmen nicht mehr. Das gleiche gilt für Schilder auch. Und eine andere Idee hatte ich leider nicht, wie man das lösen kann. Wenn ihr Ideen habt, wie man das irgendwie besser machen kann, nur zu. Dieses Video soll eine Vorlage für euch sein, dass ihr seht, wie sieht ein richtiges Mittelalter aus, wie sehen die originalen Bauwerke aus, dass ihr für euch mitnehmen könnt, wie denn das Ganze überhaupt aussieht. Denn mir ist aufgefallen, dass viele YouTuber mittelalterliche Bauwerke bauen, die aber gar nichts mit Mittelalter zu tun haben. Und deshalb dachte ich mir, vielleicht gibt es da ja einen Markt und vielleicht kommt das ja ganz gut an bei euch. Denn ich hätte wirklich Lust, zu den ganzen Bauwerken hinzufahren, das zu fotografieren und in das Video mit einzubauen. Einfach um euch auch zu zeigen, wo ich mich inspirieren lasse. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Fotos von anderen Leuten verwenden, aus Urheberrechtsgründen. Deshalb fotografiere ich einfach alles selber. Und wenn ihr für die Videos Verbesserungsvorschläge habt, dann teilt mir das bitte mit. Ich möchte wirklich gern darauf eingehen. Was meint ihr zu der Idee, dass man Fotos mit einarbeitet und Videos aus dem Real Life? Findet ihr das interessant und nützlich oder wollt ihr lieber nur Baututorials haben, wie man das Ganze baut? Schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare, das hilft dem Kanal enorm. Bis zum nächsten Video. Tschüss!